So, Freunde, und damit heiße ich euch wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Joa, das letzte Spiel war der Jahresrückblick. So, immer noch selbe Mannschaft. Ich habe den Trainer mal geändert, weil der Hüb hatte keinen Vertrag mehr. Dachte mir, mein Gott, der Löw tut es genauso. Sonst selbes Team wie immer. Alles ganz normal, so wie vorher. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier die Gegner plätten können. Wenn denn einer da wäre. Olo. Das sieht nicht danach aus. Versuchen wir es nochmal. Währenddessen kann ich schon mal sagen, dass die Rückrunde wieder angefangen hat. Ha, oder soll man. Ah, nee. Nice. Nee, Bundesliga-technisch komme ich erst im Spiel darauf zu sprechen. Sonst würde ich ja jetzt praktisch schon alles vorwegnehmen. Kriegen wir jetzt einen Gegner? Ich glaube, ich werde an dieser Stelle mal cutten, solange bis ich einen Gegner gefunden habe. Oder auch nicht. Ha! Lol. Ja, gut. Nimm du halt deine weißen Trikots. Oh. Arsène Wenger. Und wir spielen gegen ein. Ja, gemischtes Irgendwas-Team. Mit Anelka im Sturm. Hoho. Demichelis. Bosicki. Boah, doch ganz mittelmäßige Spieler, würde ich sagen. Großartiger Start in die Saison für dieses Team. Und Das Niveau jetzt halten, werden wir da mal ist der zeigen, Abstieg was wir machbar. noch so drauf haben. Jawohl. So, die Bundesliga hat wieder angefangen. Und Gegenspielers noch besser. Schalke hat die Ergebnisse waren nicht krass hohe, also viele Tore, aber trotzdem überzeugt, Jetzt könnte es gefährlich werden. 1:0 gegen Hannover und 1:1 gegen die Bayern kann man sich mal antun. Also das Spiel gegen die Bayern, das war echt. Dieser verschossene Elfmeter von Choupo-Moting, aber die Höchststrafe im Spiel Hannover, also am besten chronologisch vorgehen. Das Hannover-Spiel. Rote Karte Huntelaar, Schalke hat 1:0 gewonnen und dann in den irgendwie 88. Minute oder was holt sich Huntelaar schön seine rote Karte ab und wurde dann vom DFB für 6 Spiele gesperrt. Ein bisschen unverhältnismäßig, aber nein. Ja, erstmal voll in den Gegner drin. Auf jeden Fall hat Schalke Einspruch eingelegt. Hat. Lol, ich war davon. Hat recht bekommen. Hinteler wurde noch für 4 Spiele gesperrt. Ist somit im Derby dabei. Gegen Dortmund. Dortmund hat 1:0 verloren. Gegen Augsburg heißt. Dortmund ist weiterhin 18. Das ist echt die Überraschung der Saison. Weiterhin. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie halt da rauskommen, weil Dortmund gehört schon in die erste Liga und sonst würde es ja auch nicht so geile Derbys dann geben. Ja. Und gestern war dann Schalke gegen Bayern. Oh, diesmal. Boah. Scheiße, Alter, die war viel zu weit. Ah, gegen ein Tor, das bringt nichts. Ja, gestern war dann Schalke Bayern. Und besser gesagt Bayern Schalke.
Und Timon Wellenreuther kam zu seinem Debüt. Der, ich glaube, 19 Jahre alt ist er, Torhüter von Schalke, der vierte eigentlich nur, aber Fährmann ist ja eh verletzt und Giefer hat sich in dem Spiel eine Oberschenkelverletzung zugezogen, eine leichte. Jetzt lass mich doch mal durchlaufen. Ja, ja, und so kam halt Timon Wellenreuther zu seinem Debüt, erstmal gegen Bayern, voll ins kalte Wasser geschmissen, aber hat er super gemacht und 1-1 gegen die Bayern. Das ist doch schon ganz in Ordnung. So, jetzt redet morgen, also heute ist Donnerstag, morgen, Freitag geht's mit Joschi zusammen. Boah, Alter, das war knapp. Nein! Morgen geht's mit Joschi in die Kneipe und dann gehen wir schön Schalke Gladbach gucken. Ja, hoffen wir mal auf die Königsblauen, dass sie das machen. Also Schalke spielt zu Hause. Hinspiel waren ja schon ich im Stadion. Das haben wir. Das ist Schalke sang- und klanglos untergegangen, hat nur einen Elfmeter reingemacht. Boah! Immer diese männlichen Schreie hier. Ja, Schalke nur das eine Tor gemacht, hat somit 4-1 verloren. Aber mein Gott, die Stadionatmosphäre, das war so ein geiles Gefühl da. Da war der Spielstand eigentlich fast egal. Aber es war echt cool. Ja, da geht's auf jeden Fall morgen hin. So, was gibt es sonst noch Schönes zu erzählen? Ja, Champions League trifft Schalke auf Real Madrid. Da sind sie halt klare Außenseiter. Komm! Oh. Ja, das wird fast ein Eigentor geworden. Ja, Real Madrid, muss man sagen, haben die Schalke ja in der letzten Saison schon auf die getroffen. Und ja, einmal, ich glaube, 1-1 und einmal 5-1 verloren oder so. Aber mit dem geilen Hinterler-Tor, das weiß ich noch. Ja, hoffen wir mal, dass wieder ein besseres... Also, alles andere als eine Niederlage wäre halt schon eine Überraschung, seien wir ganz ehrlich. Ich meine, es ist Real Madrid. Da muss echt alles passen, damit du die schlägst. Ich bin zu schnell für dich. Und, oh, da ist er mir doch dazwischen gekommen. Oh, da kommt er ja gar nicht mit. Oh, der hätte auch gut drin sein können. Das war eine gute Chance für ihn. Das war echt eine gute Chance für ihn. Oh nein! Also im Moment geht er gerade mit diesen Geschenken, diese Geschenke, die nimmt er einfach noch nicht an hier. Mein Gegner. Das ist eigentlich. Ich würde ihm jetzt so ein bisschen das. Gerne Nick brechen, ja, diesmal wieder nicht locker ablaufen. Shit. Und wieso sitzen sie so lange im Pässe bei ihm, wenn das so gut? Nein. Ja. Bester Versuch überhaupt. Ach so, Halbzeit, ja gut. Schlicht und ergreifend, Manni, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Yep, das ist es in jedem Fall. 0-0, er hatte eindeutig die mehr häufigeren Schüsse, mehr Schüsse. So, ach komm, Junge, musst du jetzt echt deine Spieler auswechseln, wirklich?
Wir hatten so eine schöne erste Halbzeit gehabt. Ach komm schon. Naja, gut. Nee, das ist jetzt weiter. Oh, er hat nochmal einen frischen Stürmer gebracht. Seinen Anelka raus. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Kommt denn jetzt hier? Laufen einmal durch oder was hat er sich dabei gedacht? Ach, schade, das wäre auch nur. Ah, der war eh im Abseits. Ja, ich war mir unsicher, sollst du direkt schießen, aber dann wäre da wieder so eine unkontrollierte Kacke bei rausgekommen, deswegen lieber, boah, lieber sicher spielen. Boah, wunderschön rausgespielt. Nein, ich habe die Taste für den Lupfer nicht gefunden. Shit. So. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Oh, knapp. Da war unser Dickmann ganz kurz vor dem 1:0. Ah, komm, ja. Ja, wenn du mich ziehen lässt, dann gehe ich doch gerne. Oh, was ein Tor von Robin van Persie. Wunderschönes Tor. Wunderschönes Tor. Hat er den Volley genommen? Muss ich mir jetzt nochmal angucken. Tut mir leid, Gegner, aber das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Ja, Volley-Tor. Wunderschön. Da ist das 1:0 für uns. Und hoffentlich war das jetzt hier ein Fingerzeig in die Richtung, in die es gehen soll. Weil ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, hier nochmal irgendwie zu verlieren oder so. Nein, ich habe oben gedrückt. Willst du mich verarschen, FIFA? Boah. Nein, ich wollte zu dem unten spielen. Ja, das sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Da muss ich wegbleiben. Ah, ärgerlich davor. Mann, dieser Fehlpass, der hätte gar nicht zustande kommen können. Ich wollte zu dem viel weiter unten passen. Der war ja viel weiter unten. Ja, egal. Schieß den Ball einfach noch weiter weg, ist kein Problem. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän einfangen. Wenn Sie die Flanke verwenden. Und von da. Ah, den hat er schon was. Den hat der Torwart. Nein, ich hätte rüberpassen sollen. War da nur einer dran? Ah, ich hätte einfach nur in den Lauf passen müssen oben. Nein. Boah, ärgerlich. Ah, das war einfach nur meine Dummheit. Oh nein, der war im Abseits. Der war im Abseits. Ah, war doch relativ eindeutig. Ja, ich hab mir schon sowas gedacht. Das Problem war halt, dass ich in der Situation Robin van Persie aus dem Zentrum rausgezogen habe. Nein, 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 nein. Boah.
Aber Robin Pompessi hat auf dem Flügel und das war nicht so cool. Wichtig. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Das Spiel neigt sich dem Ende zu, immer noch 1:1. Nee. Grobes Foulspiel hier, rote Karte. Wer jetzt hat angebracht, ist der? Nein, aber noch mal eine Ecke für mich. Jetzt ist wieder Abwehr weit gefordert, denn es gibt Eckball. Oh, der war weit. Rosicki. Oh, jetzt sind wir weit vorne, jetzt sind meine Spieler aufgerückt. Lege ich mich fest. Wer jetzt das durchschießt, nein! Der hat gewonnen. Da musste er aber auf den Ball ausspielen. Oder gab es die Unterbrechung? Das hat FIFA zu lange gedauert. Und jetzt Robin van Persie. Na, alles ganz gut gedacht, aber. Ach komm, Junge, was machst du jetzt hier? Nee. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Jetzt bleibt beim Unentschieden. Das hat er geahnt, er hat einen Winkel gesehen. Er spielt davor und der Gegner rätscht ins Leben. Hat er den Abseits? Perfekt gemacht. Oh, das war aber knapper als bei mir. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. 4 Minuten Nachspielzeit. Oh, das könnte noch gemacht werden. Aber ein Schüsschen, ey. Mehr kam da nicht raus. Mist aber auch. Wieso hab ich den Spieler da weggezogen? Na, egal. Das war es. Naja. Also, das 1:1. Ich glaube, ich kann zufrieden sein. Ich meine, 8-0 gegen 8-0 war ja, beste Spieler. Und, was wurde es? Und ein Unentschieden. Es ja, waren, ja hier, die Schüsse waren mehr bei ihm. Aber wobei, es war ein relativ ausgeglichenes Match, doch. So, liebe ich hatte ein paar mehr Ecken und ja, so sieht das aus. Tschüss, bis die Tage. 5 Punkte. Ja, aufsteigen sollten wir auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn ich jetzt noch 1 oder 2 Spiele gewinne. Ja. Ich danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.